dass in Afghanistan Licht und Schatten eng beieinander liegen. Und wenn wir in einer solchen Debatte über die Verlängerung des RSM-Mandates diskutieren, dann glaube ich, ist es richtig, auch klar zu benennen, wo die Errungenschaften dieses Einsatzes liegen und wo die Probleme. Und ich könnte es wahrscheinlich nicht besser tun, als es die Frau Kollegin Beck in ihrer Kurzintervention gemacht hat. Natürlich ist es so, dass die Gesundheitsversorgung sich massiv verbessert hat. Natürlich ist es so, dass sich die Infrastruktur, die Bildungsinfrastruktur im Land massiv verbessert hat und die Erfolge unbestreitbar sind. Und es ist auch richtig, dass im Bereich der Sicherheit wir ebenfalls mit Licht und Schatten zu kämpfen haben. Natürlich wissen wir, dass Aufständische 2015 Kunduz überrannt und eingenommen haben. Natürlich wissen wir, dass in Mashhad-e-Sharif Aufständische ein Attentat auf unser Generalkonsulat verübt haben. Natürlich kennen wir die Tatsache, dass auf eine schiitische Moschee in Kabul vor wenigen Wochen ein Attentat verübt wurde mit 32 Toten und 85 Verletzten. All das wissen wir. Wir haben aber in diesem Sommer beispielsweise auch den SIGA-Bericht gelesen. Und Sie wissen das ganz genau, wenn Sie über die Frage diskutieren, inwieweit Afghanistan sicher ist oder nicht. Und da steht eben klipp und klar drin, dass 62% der Fläche tatsächlich sicher sind und 2/3 der Menschen in Sicherheit leben. Und auch wenn die Unterschiede in den Provinzen groß sind, wir haben etwa 407 Distrikte in Afghanistan. Davon sind 268 sicher, 36 sind in den Händen der Aufständischen und 104 sind in Gefahr. Das ist der SIGA-Bericht des US-Senates. Und wenn Sie dem nicht glauben, dann hilft vielleicht auch ein Interview, das der Chef von IOM heute Morgen in den Medien, in den deutschen Medien gegeben hat, William Lacy Swing, der beispielsweise darauf hingewiesen hat, dass weite Teile Afghanistans hinreichend sicher sind, sodass es durchaus möglich ist, nicht nur Afghanen dorthin zurückzuführen, sondern dass wir tatsächlich auch sagen können, die Transition, die Übergabe der Sicherheitsverantwortung auf die Afghanen ist schwierig, ist langwierig, aber ist durchaus auch gelungen. Denn es ist doch tatsächlich so, meine sehr verehrten Damen und Herren, seit dem Ende von ISAF sind von 140.000 internationalen Soldaten in Afghanistan noch 13.000 da. Es ist eine gewaltige Herausforderung für die afghanischen Sicherheitskräfte. Auch die Zahl ist heute, glaube ich, schon genannt worden. Im vergangenen Jahr 7.000 gefallene afghanische Soldaten und Polizisten, 14.000, die verletzt wurden. Dass das natürlich eine Zerreißprobe auch für die Sicherheitskräfte in Afghanistan darstellt, das ist doch völlig offensichtlich. Das ist doch auch ganz klar. Und genau deshalb brauchen wir neben dem bilateralen Einsatz der Amerikaner eben auch unser RSM-Mandat, mit dem wir die afghanischen Sicherheitsbehörden trainieren, unterstützen und ihnen assistieren können. Darum geht es und darum diskutieren wir heute hier im Deutschen Bundestag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und lassen Sie mich an dieser Stelle noch eines sagen. Es ist heute Morgen in einer anderen Debatte um eine Mandatsverlängerung aus diesem Teil des Hauses gesagt worden, geradezu abschätzig, Sie wollen ja deutsche Interessen dort durchsetzen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich empfinde das nicht als ein Schimpfwort, sondern wir sind Vertreter des deutschen Volkes und vertreten deshalb auch deutsche Interessen. Und in Afghanistan tun wir etwas für die afghanischen Interessen. Das ist absolut richtig. Wir dürfen doch nicht vergessen, dass in der Brüsseler Konferenz der Tokio-Prozess fortgesetzt werden konnte. 75 Staaten, 26 internationale Organisationen gemeinsam beschlossen haben, bis 2020 15,2 Milliarden zusätzlich an ziviler Hilfe für Afghanistan bereitzustellen. Übrigens, Deutschland ist der zweitgrößte Geber. Wir geben bis 2020 jedes Jahr 430 Millionen Euro zivile Aufbauhilfe, 80 Millionen Euro jedes Jahr zur Unterstützung der Armee, 70 Millionen jedes Jahr zur Unterstützung der afghanischen Polizei. Das tun wir für die afghanische Bevölkerung, um Zukunftsperspektiven zu schaffen. Und das ist richtig und vernünftig. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, damit vertreten wir auch deutsche Interessen, weil wir etwas tun, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Weil wir darüber hinaus, lassen Sie mich das an dieser Stelle auch sagen, unsere Interessen auch dadurch schützen,
dass wir durch mehr Sicherheit letztlich auch Zukunftsperspektiven, wirtschaftliche Perspektiven eröffnen und damit beispielsweise auch verhindern, dass Afghanistan weiterhin Rückzugsort für internationalen Terrorismus ist und bleibt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es um internationale Kriminalität geht, da muss man eben auch wissen, dass Afghanistan der weltgrößte Produzent und Exporteur von Cannabis, von Opiaten, von Heroin ist. Und allein die Taliban haben im Jahr 2009 155 Millionen Euro durch Drogengeschäfte verdient. Heute sind es 500 Millionen. Und deshalb müssen wir genau an diesem Punkt ansetzen. Damit unterstützen wir auch unsere Interessen und vertreten sie dort unmittelbar vor Ort. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir diesen Einsatz fortsetzen. Ist es wichtig, dass wir unsere Mission weiter vorantreiben. Und ich will an dieser Stelle sagen, oberstes Gebot für uns als Deutscher Bundestag muss auch sein, dass wir das Mandat so ausstatten, wie es notwendig ist zum Schutz der deutschen Soldaten, so wie es notwendig ist, um den Auftrag, den wir der deutschen Bundeswehr erteilen, auch tatsächlich umsetzen zu können. Und da ist es richtig, dass wir uns nicht an irgendwelchen Stichdaten orientieren, sondern den Auftrag so erledigen, wie es notwendig ist. Und ich würde mir zuletzt auch wünschen, dass das auch die Maxime der amerikanischen Politik in Zukunft bleibt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Thorsten Frey. Und die letzte Rednerin.